Respekt. Die Freien Demokraten sind angetreten, um Rot-Grün abzulösen. Das haben wir als klares Ziel unseren Wählerinnen und Wählern genannt. Und wir werden jetzt nicht nach der Wahl einen Beitrag dazu leisten, dass Rot-Grün doch noch im Amt bleiben kann. Wir wollen, dass die SPD und die Grünen die Regierungsverantwortung in Deutschland nicht länger haben. Dafür haben wir um das Vertrauen unserer Wählerinnen und Wähler geworben. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass wir das eines der besten Wahlergebnisse der FDP mit dieser klaren Aussage bekommen konnten, seitdem es die FDP gibt bei Parlamentswahlen in Deutschland. Und wir werden selbstverständlich auch das Vertrauen unserer Wähler nicht enttäuschen, sondern wir bleiben genau bei dem, was wir vor der Wahl gesagt haben. Eine Ampel ist eine theoretische Diskussion, die vielleicht mathematisch, aber eben nicht politisch zusammenpasst. Es wird keine Ampel in Deutschland geben mit den Freien Demokraten. Das ist die Meinung des Parteivorsitzenden Westerwelle. Das ist die Meinung des Präsidiums, einstimmig gerade eben noch einmal bestätigt. Und das ist die Meinung des Bundesparteitages der FDP, der das ebenfalls einstimmig klargemacht hat. Träumen Sie weiter, nicht mit uns.